Aber ich dachte, ne, hier unten ist es so kuschelig weich, aber durch den Ausschnitt so ein bisschen auch sexy. Schon echt lange her, dass ich einen Primer-Call gedreht habe. Und endlich habe ich es wieder mal geschafft, dahin zu gehen und ein bisschen was mitzunehmen. Es sind zwei Primarks so ziemlich in meiner Nähe. Von daher bin ich richtig glücklich, weil ich da jetzt bestimmt öfter sein werde. Ich habe ein paar Pullis, Strickjacken gebraucht für den Herbst, für den Winter, weil ich so ein bisschen mein Stil ändern, nicht mein Stil ändern, aber ich möchte so ein bisschen mehr in die Richtung beige, Nude-Töne, alles was cremefarben ist, alles was man sehr gut und einfach miteinander kombinieren kann, was aber dann trotzdem edel und schön aussieht. Und das erste Teil habe ich schon an. Oh mein Gott, oh shit, ich habe vergessen, es zuzumachen. Das erste Teil habe ich schon an. Und ich liebe es. Es ist so eine schöne, recht kurze Strickjacke. Ich habe jetzt die Größe M genommen, weil ich es ein bisschen oversized haben wollte. Aber oh mein Gott, Leute, das Material fühlt sich so schön an. Es ist gestrickt, aber es ist nicht wirklich Wolle. Es fühlt sich eher an wie so ein Badvorleger. Wenn ich ganz ehrlich bin, diese ganz weichen. Aber ich finde es fühlt sich einfach so schön an. Oh mein Gott, ich könnte es einfach den ganzen Tag tragen. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, mit dem Licht vor mir, bin ich schon leicht am Schwitzen hier. Also bin ich froh, wenn ich es gleich ausziehen kann. Ich dachte, man kann es entweder so tragen oder wenn ich einfach nur ein T-Shirt oder etwas Hochgeschlossenes anhabe, dann kann man es auch offen tragen. Dann sieht das auch sehr, sehr schön aus. Aber ich dachte, ne, hier unten ist es so kuschelig weich, aber durch den Ausschnitt so ein bisschen auch sexy. Und ich liebe es einfach. Gibt es auch in anderen Farben, gibt es in einer sehr schönen, in so einem Altrosa. Fand ich auch toll, aber wie gesagt, ich musste mich zurückhalten, weil ich in diese Richtung möchte, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde. Ich finde es einfach ansprechend, wenn man helle Sachen anhat. Und deshalb habe ich das mitgenommen. Kostet 17 Euro. So, das nächste Teil ist dieser wunderschöne Cardigan. Also wie gesagt, ich liebe einfach. Ich liebe Strickjacken, ich liebe Cardigans. Ich liebe alles, was man einfach so drüber werfen kann, weil mir ist mal heiß, mal kalt. Deshalb muss ich flexibel sein an meiner Garderobenwahl. Und diese Farbe hat mich sofort angesprochen. Ich meine, es ist rosa. Was soll ich sagen? Ich bin einfach ein Mädchen. Und es ist aber so ein perfektes Rosa, weil es nicht so ganz kühl ist, sondern fast schon ein bisschen ins Peachige geht. Ich kann es nicht beschreiben. Na, ich zeig's euch mal. Nee, wartet mal. Kann ich euch den Preis sagen? Sage ich euch gleich. Woran es mich extrem erinnert, ist ein Outfit von Grace und Frankie. Wenn ihr die Netflix-Sendung nicht kennt, dann weiß ich nicht, was ihr die ganze Zeit in Quarantäne getan habt. Ihr müsst euch das angucken, weil es ist die beste Serie überhaupt. Ich meine, neben Gilmore Girls und Gossip Girl. Und da hat Grace auf jeden Fall so eine Art Cardigan an. Auch zusammen mit einem weißen T-Shirt, hochgeschlossen und einer Jeans. Und das sah so schön aus. Und ich liebe alles, was extrem lange Ärmel hat. Und zu meinem Glück habe ich so kurze Arme, dass bei mir alles extrem lang ist. Es kann manchmal Fluch und Segen zugleich sein, aber ich meine, guckt euch das mal an. Und was ich auch daran toll finde, ist, dass der Stoff nicht so dick ist. Also gerade so in der Übergangszeit von Sommer zu Herbst, wo man manchmal nicht weiß, ob man ein T-Shirt oder eine Winterjacke anziehen soll, weil mal ist es extrem heiß und mal ist es kühl. Da finde ich das richtig, richtig gut. Das T-Shirt hier habe ich übrigens aus Italien. Das habe ich in einer Boutique geholt. Übrigens, wenn ihr ein Italien-Haul von mir sehen möchtet, weil ich da echt ein paar Klamotten eingekauft habe, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren, weil ich glaube, das wäre interessant. Ich bin einfach verliebt in dieses Land. Aber auf jeden Fall, ja, ich würde euch gerne die Länge zeigen. Es geht knapp über dem Po, was ich total toll finde, weil das kann man dann auch gut mit Leggings kombinieren. Ich bin jetzt nicht mehr so die Leggings-Trägerin, aber diejenige, die Leggings trägt, könnte diese Info interessant sein, dass die Jacke eben doch etwas länger ist. Und sie hat tatsächlich. Nee, ich dachte, sie hätte Taschen. Hat sie nicht. Schade. Aber egal. Ja, oh mein Gott, ich liebe es. Ist das nicht süß? Die nächsten beiden Teile sind leider eine kleine Enttäuschung. Und zwar folge ich gerade Freddie My Love also gerade seit kurzem auf YouTube. Und oh mein Gott, ich liebe ihren Stil, weil sie so nicht typisch Instagram sich anzieht, sondern wirklich so
chic und französisch, und aber trotzdem so mit ihrem eigenen Stil. Ich liebe es einfach. Und sie hatte da einen Tüllrock an und ich habe mir in Italien ja auch einen Tüllrock gekauft. Und den hat sie gepaart mit so einem ganz schlichten weißen Pulli, der aber so schön und edel aussah. Und ich dachte, mein cheap ass könnte das irgendwie nachahmen, indem ich mir bei Primark auch so einen ähnlichen Pulli hole. Deshalb habe ich das hier geholt. Und leider ist der Stoff aber so durchsichtig. Also man sieht alles dadurch. Und selbst wenn ich mir irgendwie noch einen Spaghetti-Träger-Top drunter anziehen würde, damit man mein BH nicht sehen kann, dann kann man aber das Top drunter sehen. Und das sieht einfach irgendwie, das sieht nicht aus. Also ganz ehrlich, das war leider ein Fail. Hat 8 Euro gekostet. Habe ich schon einmal angehabt, weil es schnell gehen musste. Und deshalb kann ich das leider nicht umtauschen. Aber ich habe mir auch... Das war bei den Basics, ja. Also falls ihr das bei den Basics seht, dann greift da nicht zu, kann ich nicht empfehlen. Und dann habe ich aber noch den Rollkragenpulli passend dazu genommen, auch lag auch direkt daneben. Ich sehe es auch jetzt, es sieht einfach, man sieht alles einfach durch. Ich kann euch das mal zeigen. Also, ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Es sieht einfach, man sieht einfach komplett alles durch. Naja. Aber wie gesagt, einen Rollkragenpulli wollte ich auch haben. Und gerade diese engen finde ich sehr, sehr schön. Kombiniert mit einem schönen Rock hier zum Beispiel. Der ist jetzt nicht aus diesem Haul. Den will ich euch nur mal so als Beispiel dazu zeigen, wie süß das aussehen kann. Ne? Rollkragen und dieser Rock. So süß. Ja, aber den hier habe ich noch nicht angehabt. Deshalb werde ich den auf jeden Fall umtauschen, weil ganz ehrlich, 8 Euro haben oder nicht haben. Dann nehme ich mir lieber ein anderes Teil mit, das ich dann auch wirklich tragen kann. Dann habe ich noch so ein paar Accessoires, Basics, die man, glaube ich, immer mitnimmt, wenn man bei Primark ist. Und übrigens, entschuldigt bitte, weil ich habe mir kurz bevor ich auf Aufnehmen gedrückt habe, habe ich mir auf die Lippe gebissen und sie blutet ein bisschen. Also, YouTuber Goals. Auf jeden Fall Hausschuhe. Ich brauche Hausschuhe für den Winter, weil ich habe immer kalte Füße. Ich habe keine Lust, immer in Socken rumzulaufen. Und da habe ich mir die hier mitgenommen für 2 Euro. Oh mein Gott, wie süß. Ich weiß ganz genau, dass sie nach einem Herbst, Winter dann zum Wegwerfen sind, weil sich die Sohle dann durchläuft. Aber ganz ehrlich, für 2 Euro, was kann man denn da falsch machen? Gar nichts. Sie sind weich, sie sind süß, sie sind rosa. Gibt es auch in so einer schönen Cremefarbe, wollte ich eigentlich mitnehmen. Aber dann dachte ich, fühle ich mich so ein bisschen mehr sassy und princess-like und ja, habe ich halt die rosa genommen. Das Spannendste überhaupt Socken. Einmal Trainer-Socks und dann die No-Show-Trainer-Socks und die kosten jeweils einmal 3 Euro und einmal 4 Euro, jeweils immer 5 Paar. Schnapper. Ich habe irgendwo ein Haar. Und dann habe ich mir noch die hier mitgenommen, die falschen Wimpern. Und zwar in dem Full-Look. Look. Und was ich daran mag, also die kosten erstmal 1,50, kann man schon mal nicht viel falsch machen. Erstens ist das Bändchen dünn, was sehr wichtig ist für mich. Und was ich sehr mag, dass sie, also innen sind sie am längsten und an den Außenseiten sind sie kurz. Weil wer schon etwas länger meine Videos guckt, der weiß, dass ich alle meine Wimpern in der Hälfte durchschneide oder sogar nur ein Viertel davon nehme. Und dann jeweils, also ne, ein Wimpernbändchen reicht für mich für beide Augen. Also sind das für mich sozusagen 2 Paar Wimpern. Und den Trick kann ich immer nur euch ans Herz legen, wenn ihr Wimpern tragen möchtet, aber ein bisschen davon abgeschreckt seid, dass es entweder zu fake aussieht oder es nicht kleben bleibt an beiden Enden. Deshalb immer die Hälfte nur tragen oder sogar nur ein Viertel davon. Ich wollte euch noch sagen, falls ihr wissen wolltet, wie viel dieser Cardigan kostet, ich habe es ja schon glatt vergessen, euch das zu sagen. 11,70 Euro. Achso, weil die Mehrwertsteuer runtergenommen wurde. Der erste Cardigan, den ich euch gezeigt habe, der hat 16,57 Euro gekostet und nicht 17 Euro. Also ihr spart 16% Mehrwertsteuer. Und das war's. Das war mein kurzer, knackiger Primark-Haul für September. Ich muss nämlich extrem beeilen, deshalb habe ich so wenig mitgenommen. Aber ich überlege, ob ich diesen Monat einfach nochmal reinspringe. Der Home-Section mal einen Besuch abstatte, weil die haben meistens ganz süße Deko-Sachen und vor allem Kerzen und Diffuser. Und ich denke mal, es könnte sein, dass ich jetzt jeden Monat einen Primark-Haul mache. Also falls ihr die sehen möchtet, dann subscribe, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen möchtet. Kostet ja nichts. Bis dann.